Hallo zu Treffpunkt Gesundheit. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem größten Organ des Menschen und das ist natürlich die Haut. Trockene Haut, Sonnenbrand oder kleine Wunden, die Gesundheit unserer Haut ist ein alltägliches Thema. Doch manche Gefahren erkennt man nicht auf den ersten Blick. Wann ist ein Leberfleck zum Beispiel einfach normal und wann könnte sich dahinter Hautkrebs verstecken? Um solche Risiken zu erkennen, ist eine Vorsorgeuntersuchung beim Dermatologen wichtig. Grüß Gott, Herr Professor Schäfer. Grüß Gott. Als Dermatologe setzen Sie sich jeden Tag mit der Gesundheit von unserer Haut auseinander. Was ist denn der erste Schritt für eine gesunde Haut? Der erste Schritt, denke ich, wäre für eine ausreichende Hautpflege und dann für einen ausreichenden Hautschutz zu sorgen. Das bedeutet, dass wir die Haut, je nachdem welchen Hauttyp wir haben, versorgen müssen mit einer rückfettenden Pflege und das wiederum abgestimmt auch mit der Jahreszeit, zum Beispiel im Winter etwas reichhaltiger als im Sommer. Und wenn wir dann an die Arbeitswelt denken, müssen wir unter Umständen auch besonders guten Hautschutz betreiben, wenn wir mit hautbelastenden Berufen zu tun haben. Zum Hautarzt geht man ja dann aber doch häufig auch ab dem Punkt, ab dem Symptome auftreten. Ab wann sollte man sich denn Gedanken über Vorsorge, auch Krebsvorsorge machen? Wenn es um den Hautkrebs geht, ist es wichtig, dann zu gehen, wenn einem Veränderungen an Pigmentmalen auffallen. Das kann sein, das ist zusammengesetzt worden, mal in dieser sogenannten ABCD-Regel, Pigmentmale, die nicht mehr ganz symmetrisch sind, die eine unregelmäßige Begrenzung aufweisen oder auch eine sehr dunkle bzw. verschiedene Farbe sowie einen Durchmesser von über 5 mm. Von Seiten der Krankenkasse wird die Hautkrebsvorsorge ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre bezahlt. Das sollte man in jedem Falle in Anspruch nehmen, aber bei Auffälligkeiten eben auch schon früher kommen, um eventuell einen Befund, ein Pigmentmal, das sich verändert hat oder das einem einfach nur komisch vorkommt, zur Kontrolle zu zeigen. Wie wichtig ist es denn in solchen Fällen früh zu erkennen, dass da eventuell was nicht stimmt und es dann auch richtig untersuchen zu lassen? Das ist ganz besonders wichtig, weil auch für den Hautkrebs und insbesondere den schwarzen Hautkrebs gilt, wenn er frühzeitig erkannt wird, haben wir eine gute Heilungschance, während leider in Spätstadien das maligne Melanom, also der schwarze Hautkrebs, sehr rasch streut und leider auch in vielen Fällen dann zum Tode führt. Das heißt, es ist keine Bagatelle, sondern in Deutschland sterben durchschnittlich 4000 Menschen pro Jahr am schwarzen Hautkrebs. Das könnte man verhindern, wenn man solche Vorsorgen regelmäßig in Anspruch nimmt. Wie sieht so eine Vorsorgeuntersuchung aus? Bei der Hautkrebsvorsorgeuntersuchung findet zunächst ein einleitendes Gespräch statt, bei dem derjenige, der es macht, das bieten die Hausärzte an und natürlich auch die Dermatologen, die Hautärzte, nach Risikofaktoren fragt, eventuell danach, ob bereits Hautkrebs in der Familie aufgetreten ist. Es erfolgt dann die klinische Untersuchung, bei der natürlich der Patient sich so weit freimachen muss, dass man die gesamte Haut begutachten kann. Ansonsten ist die Untersuchung nicht schmerzhaft, nicht anstrengend und dauert auch nicht sehr lange. Und sie wird tatsächlich als erste Vorsorgeuntersuchung überhaupt von der Krankenkasse übernommen, eben schon mit 35 Jahren. Das sollte man in Anspruch nehmen. Anschließend erfolgt dann eine Befundung dahingehend, welcher Lichtschutz gewählt werden sollte, in Abhängigkeit von dem Hauttyp, ob Kontrolluntersuchungen angeraten werden bei auffälligen Befunden oder wenn tatsächlich ein Verdacht besteht, kann unmittelbar dann auch schon ein Termin ausgemacht werden, um eventuell ein auffälliges Pigmentmal oder einen hautkrebsverdächtigen Befund zu entfernen. Das gelingt in der Regel ambulant und in örtlicher Betäubung. Wichtig ist dann die feingewebliche, also die histologische Untersuchung, um diesen Verdacht entweder zu bestätigen oder auszuschließen und dann weiter zu verfahren. Das heißt, wenn man dann einschätzen kann, wie gefährlich die entfernte Haut war, kann dann auch für weitere Muttermale oder verdächtige Stellen gehandelt werden. Man hat zumindest eine Einschätzung, wie insgesamt der Befund der Pigmentmale
ist. Wir unterscheiden, wenn wir von Hautkrebs sprechen, ja den weißen und den schwarzen. Beim weißen Hautkrebs, dem Basalzellkarzinom oder Stachelzellkarzinom, gelingt durch die Operation in der Regel eine vollständige Heilung für diesen Befund. Der weiße Hautkrebs ist noch mehr vom UV-Licht abhängig, also bedingt durch die Sonneneinstrahlung oder die künstliche Sonne und kann natürlich auch an anderen Stellen auftreten, sodass hier eine regelmäßige klinische Nachsorge notwendig ist. Das gilt umso mehr natürlich, wenn es sich dann um den schwarzen Hautkrebs handelt, das maligne Melanom, wo entsprechend die Nachuntersuchungen noch umfangreicher sind. Das heißt, das ist dann auch der Grund, warum Sie ja die regelmäßige Untersuchungen dann alle 2 Jahre empfehlen würden? Die Hautkrebsvorsorgeuntersuchung wird alle 2 Jahre von der Krankenkasse übernommen und so würde ich es in jedem Fall auch empfehlen. Sollte dazwischen natürlich einem Patienten etwas auffallen, soll er natürlich unbedingt früher kommen und diesen auffälligen Befund zeigen zur Kontrolle. Wenn wir über Patienten sprechen, die bereits Hautkrebs hatten, so werden die natürlich häufiger klinisch nachuntersucht, unter Umständen vierteljährlich, um hier den Heilungsverlauf verfolgen zu können und auch rechtzeitig eingreifen zu können, wenn wiederum Hautkrebs auftreten sollte. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Der Haut was Gutes tun, das kann man in der Sauna, im Solebecken oder in einer Salzgrotte. Dazu aber gleich erst mehr. Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel in unserem Mondkalender auf. Zum Ende des Sommers hin beginnen die Frauen 30 Tage und da tut sich einiges in der Natur. Grüß Gott, ich freue mich, dass ihr heute mehr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt wieder im abnehmenden Mond. Mitte August haben wir schon mehr. Und jetzt geht da ganz eine besondere Zeit bei uns an. Und zwar sind es die Frebertage. Frebertage sagen wir auch, das ist der Frauen-30er. Da tut die ganze Natur nochmal die ganze Kraft in alles, was wächst, gerade in die Heilkräuter, wenn man sie jetzt sammeln will. Obwohl abnehmend der Mond ist, also kann man da ganz gut sammeln gehen. Wenn man jetzt auch so Kräuter draussen hat im Garten, Salbei, Petersilie und will sich da an Vorrat anlegen für den Winter, wäre jetzt eine gute Zeit, dass man das auch brockert. Obwohl jetzt der abnehmende Mond ist, wie gesagt, ist es eine sehr günstige Zeit. Ich tät im Kalender trotzdem noch mal schauen, was für ein Zeichen das ist von der Standzeichen, ob es ein Blattzeichen ist, wenn ich jetzt gerade die Blätter eben sammeln will, oder ob es ein Fruchtzeichen ist. Wurzelzeichen wäre jetzt auch ganz gut. Man muss auch dazu sagen, in der Früh sollte der Ikarat das Zeug sammeln, weil da einfach der Tau noch drauf ist. Die Bestzeit ist so 10 rum. Mittags bitte die Zeit wieder meiden. Und dann am späten Nachmittag tät es auch mehr gehen. Da wäre auch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Probiert es wieder aus. Ich würde mich freuen, wenn man da mal was zurückkriegen tät, wenn man was hört. Bis zum nächsten Mal. Und im Kräuter einmal eins nächste Woche dreht sich dann alles um die Eberesche, besser bekannt als die Vogelbeere. Salz braucht man nicht nur als Gewürz zum Kochen, es ist auch gut für die Gesundheit. Davon zumindest sind die Betreiber der ersten Salzgrotte in Lindau überzeugt. Mit ihrer Einrichtung wollen sie die Arbeit von Ärzten nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und nebenbei auch noch Stressabbau betreiben. Zu Besuch in der Salzgrotte in Lindau. Hier herrschen angenehme 20 Grad Raumtemperatur und eine extrem saubere Luft. Wer hier reinkommt, sucht innere Ruhe sowie Linderung bei verschiedenen Erkrankungen. Für alle Menschen mit Atemwegserkrankungen, Menschen mit Neurodermitis und für Menschen, die stressgeplagt sind, einem Burnout entgegensehen, für diese Menschen, die vom Stress runterkommen möchten oder ein gutes Geschäft abschließen möchten, die können hier Ruhe finden und Erholung und gleichzeitig aber auch gesund werden. In diesem Ort fährt man eigentlich eher runter, man fährt vom Stresslevel herunter, man liegt hier in Ruhe und man hat hier im Grunde genommen eine Insel, wo kein Telefon geht, wo man einfach nur die Ruhe hat.
Das vorherrschende Material hier drin ist Salz. Der Boden besteht aus einem Salzgemisch aus dem Toten Meer. Die Wand aus Salzbrocken kommt aus dem Himalaya. Die Salze sind vom Toten Meer anders in ihrer Konstellation. Sie sind hart, sie sind fest, deswegen haben wir am Boden auch ein gemischtes Salz. Und an den Wänden haben wir ein Salz, was 250 Millionen Jahre alt ist und von Hand abgebaut wurde. Dieses Salz ist noch naturbelassen, es ist rein und es hat alle Spurenelemente, alle Mineralien, die unser Körper im Grunde genommen braucht. Die Erkenntnis, dass salzhaltige Luft gut für die Gesundheit ist, ist dabei so neu nicht. Man hat früher schon festgestellt, dass man die Leute in ein Salzbergwerk verbringt, um gesund zu atmen, weil diese Luft wird ionisiert. Das heißt, sie ist ähnlich wie nach einem Gewitter. Sie ist klar, sie ist rein. Wichtig ist den Betreibern auch, dass sie sich um jeden Besucher individuell kümmern. Denn sich Zeit nehmen kommt heutzutage viel zu selten vor, so Erika Everwin. Trotzdem, die nach eigenen Angaben größte Saline Deutschlands trägt ebenfalls einen Gutteil zum Wohlbefinden bei. Die Leute haben an den Salinen gesessen, sind vom Stress runtergefahren und haben gleichzeitig gesunde Luft eingeatmet, eben diese Salzluft, die wiederum für unsere Bronchien, für unsere Atmung wichtig ist, für die Lunge, für Asthmatiker. All diese Menschen brauchen diese Salzluft. Für Intensivbehandlungen gibt es zusätzlich noch eine Salzvernebelungsanlage. Tim und seinem Großvater scheint der Aufenthalt hier gut zu tun. Jedenfalls kommen beide regelmäßig her, um zu entspannen und durchzuatmen. Ja, und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie Zeit finden zum Entspannen und Durchatmen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.